Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tele Football zum nächsten Stadionvlog. Heute ist es soweit. In der Bundesliga steht der 33. Spieltag an und für uns Schalker geht es zu Hause um 15.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, jeder, der von euch diesen Stadionvlog sieht, der weiß um die Bedeutung dieses Spiels. Wir Schalker sind Tabellen 16. haben eine schon, wie ich finde, reelle Chance, die Klasse zu halten, müssen aber dafür unbedingt Eintracht Frankfurt schlagen. Und ich glaube, dem sind wir uns auch allen im Klaren. Klar, nächste Woche geht es gegen RB Leipzig. Natürlich kannst du auch da nochmal Punkte holen. Also heute können wir auch noch gar nicht absteigen. Aber du weißt natürlich genau, wie Schalke auswärts so drauf ist. Leipzig, schwierige Mannschaft und deswegen volle Konzentration hier und heute auf die Eintracht. Und deswegen wird es ein besonderes Heimspiel mit einer besonderen Choreo und sicherlich einer Stimmung, einer Lautstärke, die wir so zumindest lange oder vielleicht sogar noch gar nicht hatten. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich bin seit Tagen unglaublich nervös, weil es wirklich ein Endspiel ist um den Abstieg, um den Klassenerhalt. Wir wollen gewinnen, wir müssen gewinnen und wir machen uns jetzt auf Richtung Gelsenkirchen. Angekommen auf Schalke. Heute ja fester Dresscode, Unterrang in Weiß, Oberrang in Blau. Deswegen heute mal Auswärtstrikot an bei einem Heimspiel. Und ich sehe schon sehr viele, die wirklich entweder Blau anhaben oder Weiß. Und ich hoffe wirklich, dass das alle gemacht haben, damit es auch eine wirklich geile Choreo wird, wenn man das so sagen möchte. Weil dann wird es auch wirklich richtig, richtig gut. Und ich glaube, es könnte heute so laut und so ein starker Support werden wie noch nie. Weil jeder weiß, wie wichtig dieses Spiel ist. Angekommen auf Schalke, direkt mal ein schönes Bild. Mal kurz der Blick auf die erste Elf. Alexander Schwolo im Tor, hinten dann Brunner, Vandenberg und Jens, Matriciani links hinten, Klaus Kral, Doppel-Sechs, Salazar davor und dann haben wir Karaman, Tirode und Skarke. Also die Startelf, die ich ungefähr erwartet habe, das sieht gut aus. Nach langer Zeit, Schmitte, heute mit einem Tipp. 2 Schalke heute, Tirode mit seinem letzten Tor heute, das wird was. Jawohl. Vorm Spiel nochmal Jan getroffen. Hau raus. Moin. Ja, ich glaube, das wird ein spannendes Spiel. Ich sag mal ein 1-1. Also ich glaube leider nicht. Aber irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir irgendwie nicht gewinnen, aber ein 1-1 wäre schon mal ein, ja, dein Bauch ist scheiße. Ein kleiner Schritt. Ja, ich weiß. Ja. deswegen werden wir auch gewinnen. Ja, auch so, wir gewinnen. Ja. Heute ist übrigens auch Even mit dabei als Frankfurter. Hinspiel, dass du der Karten holt. Letztes Jahr waren wir zusammen in Nürnberg, haben wir auch gewonnen. Und jetzt mal als Frankfurter dein Tipp. Ganz ehrlich raus, ich bin gespannt. Ich sag 2-2, bringt zwar keinem was, aber ist für mich moralisch das Beste. 2-2 für dich. Okay. Und hier sind wir. Abstiegsfight. Oberrang in Blau, Unterrang in Weiß. Das sieht schon mal gut aus. Heute haben wir ja die besondere Konstellation, dass der Unterrang weiß tragen soll, der Oberrang blau, sozusagen um eine Choreo zu erstellen, ohne eine wirkliche Choreo zu machen. Und was man so sieht, halten sich sehr viele dran. Das ist sehr, sehr geil. Jetzt wird's laut! Jetzt die Tage, das Leder vor dem
Jawohl!
Schüler vor. Wahnsinn, Schämer, und wir führen. Weiter geht's. Wenn ja, dann kein Tor. Ach du Scheiße. Dann gibt das Tor. Erzählt. Du hättest es auch verändern können. Ganz im Ernst. Kurz durchatmen, Stimmung ist geisteskrank, so viel gestanden auf dem Sitzplatz habe ich noch nie. Und es steht 1-1. Das ist am Ende zu wenig, aber wir haben halt noch eine Halbzeit Zeit. Das Gegentor komplett unnötig, egal ob es ein Foul war oder nicht, es darf halt am Ende nicht fallen. Wir machen kein schlechtes Spiel, am Vorliegen und nach Standards muss das mehr werden. Es ist was drin, mit ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Energie, geben wir das. Aber es muss noch ein bisschen mehr her. Ich bin gespannt, also oh, unfassbar wichtig. So, dritte Halbzeit 2, 5 Minuten zu spät, aber egal, Attacke. Gecheckt, Elfmeter für Frankfurt. Ach Gott. Ja, kein Elfmeter, mein Gott. So, Doppelwechsel. Bolter und Moore. Attacke jetzt. Attacke. Mann!
Wurm einfach. Feierabend auf Schalke, heute mal das Fazit aus dem Stadion. 2-2 ist ergebnistechnisch sicherlich zu wenig, aber rein spielerisch wäre auch nicht zwingend mehr verdient gewesen. Es war kein richtig, richtig gutes Spiel. Es fehlte so ein bisschen, das letzte bisschen, und zwar überall irgendwie, weiß ich nicht, deswegen spielt so 2-2. Bochum hat auch unentschieden gespielt, Hertha ist abgestiegen, das ist schon mal klar. Und morgen sind sicherlich alle Schalker für Mainz, dass die Stuttgart schlagen. Wir leben noch, wir sind noch nicht weg, aber wir haben auch keinen großen Schritt gemacht. Deswegen muss gegen Leipzig was her. Und ich habe keine Ahnung, ob ich gerade noch gut zuhören bin oder nicht. Meine Stimme ist mir so im Arsch. Ist aber auch egal. Wir sehen uns nächste Woche wieder in Leipzig. Und da muss was her, damit wir doch noch die Klasse halten können. In dem Sinne, macht es gut, ciao. Und bald. Am Ball. Just you and